Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Buch 1 aus der Asche. Kapitel 1. Philipp. Das Jahr des Herrn 1135 war zu Ende gegangen. Heinrich, der König von England und Sohn Wilhelms des Eroberers, war gestorben. Es war eine Zeit von Armut und Tod. In ihrer Verzweiflung glaubten die Menschen, dass Christus und all seine Heiligen sie verlassen hatten und dass die Säulen der Erde einzustürzen drohten. Kingsbridge, Neujahr. Zeichel das Pony. Ist niemand hier, uns willkommen zu heißen? Wer ist da? Du hast gerade die Brücke überquert, ja? Okay. Das kostet einen Farthing und ein Penny für dein Pferd. What? Weißt du, streng zurecht? Ah ja. Was sind wir denn? Wie kannst du es wagen, Zoll von einem Mönch zu verlangen? Weißt du nicht, wer ich bin, Bruder? Ah, der Mönch aus den Wäldern. Bruder Paul hat dich angekündigt. Er sagte, du würdest Käse mitbringen? Es ist nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Ah, nee, ich sag's dem Prior. Der geht mir richtig auf den Keks gleich hier. Schon mal schlechter eine Vorstellung. Ich werde dem Prior sagen, dass du deine Pflichten vernachlässigst. Bruder Tuck. Kümmere dich um ein Pony. Ich bin spät dran. Ma, lass es hier. Ich werde es zur Priorei bringen, wenn ich mir hier unten am Fluss einen Fisch gefangen habe. Frischer Fisch ist besser als der gepökelte, den sie uns auftischen. Das werde ich Prior James berichten. James? Die Glocken, die du da hörst, die läuten sie für ihn. Hast du es etwa noch nicht gehört? Oh. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen? Okay, okay. Philipps Bibel. Du kannst Philipps Bibel auf Objekte anwenden, um herauszufinden, was die Bibel ihm darüber sagt. Das wäre doch was, oder? Wenn man immer den auf den Knopf drückt, immer den passenden Bibelspruch parat hätte. Die Zeit wird noch kommen, keine Sorge. Und wir werden es wahrscheinlich noch erleben. Oder nutze sie mit Personen, um mit ihnen Fragen des Glaubens zu diskutieren. Okay. Etwas von dem Käse, den wir in St. John gemacht haben, oder? Das Wort Gottes. Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. So ist es. Sie wird alt. War noch vor mir in St. John. Hoffentlich haben wir noch viele Reisen vor uns. Naja. Ja. Oh ne, jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt. Können wir hier rübergehen? Können wir natürlich nicht rübergehen. Wir können in dieses Häuschen hier gehen. Ich frage mich, wo Paul ist. Die Zollhütte. Oh, tatsächlich die Zollhütte. Ach, das ist legal. Ich dachte, wollt ihr uns ausrauben, weil er ein kleiner Gauner ist. Na, dann muss ich mich wohl entschuldigen. Ah. Dann muss ich mich echt entschuldigen. Oh Gott, okay. Seht ihr mal, wie wenig ich weiß. Ich dachte, das ist nur in einem blöden Comic so. Ja, oder im Fantasy-Film, dass immer der Brückentroll da haust. Nein. Einige Bucheckern liegen noch da. Aber den Spuren nachzuurteilen. Gegen Eichhörnchen auch Interesse. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das Früchte hervorbringt auf der ganzen Erde. Und allerlei Bäume, die Früchte hervorbringen. Sie sollen euch speisen. Okay, ein paar Bucheckern, die ich gefunden habe. Ja, cool. Hoher Fels ragt aus dem Boden. Wäre ich Steinmetz, wäre er mir bestimmt nützlich. Ich finde das so geil, ja? Roher Fels.
ragt aus dem Boden. Sehr geil. Die Form solcher Steine ist mir Beweis, dass der Herr all dies geschaffen hat. Auch die Form der Blätter und von Schneckenhäusern. Der Herr hat sie gemacht und er hat sie gut gemacht. Ja, Leute. Die waren damals alle so viel mehr dran an der Natur und am Leben draußen als wir heutzutage. Ich finde echt erschreckend, wie es mit uns, ja, ich sage, dass ich zugrunde geht, aber wie traurig es eigentlich ist. Ich möchte mal jetzt, bevor wir zur Abtei gehen, muss man hier gucken ein bisschen, was hier zu sehen gibt. Brücke in schlechtem Zustand. Vernachlässigungen fordern ihren Tribut. Bald nicht mehr zu reparieren. Diese Vernachlässigung wird die Schatzkammer der Priorei belasten. Eine schändliche Verschwendung. Ja. Rückweg nach St. John. Ich freue mich auf meine nächste Predigt in St. John und auf meine Schäfchen. Ja. Guck mal, vielleicht können wir hier runtergehen. Die Priorei fängt Fische im Fluss. Der Fluss treibt die Mühle der Priorei an. Der Fluss trägt den Abfall der Priorei fort. Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Okay. Oh, die Mühle. Oh. Ja, ist. Ja. Oh, wir gehen über diesen Baumstumpf hier, die Baumbrücke. Okay. Ein Schaf. Ein schäbiger Futtertrog. Verschwendung von Tuch. Wenigstens frisches Heu. Und allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, allem, das den Odem des Lebens hat, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Ja. Sie haben die alte Mühle verfallen lassen. Jetzt zahlen sie für die Nutzung der Mühle im Nachbardorf. Ah. Junge, Junge, da. Der Herr hat ihnen viel gegeben und sie haben es vergeudet. Warum ist hier abgeschlossen? Okay. Aha. Viele Diener der Priorei sind fort. Das Dorf ist fast verlassen. Und die Priorei sie nicht bezahlen. Die Mönche von Kingsbridge und ihre Diener. Wer von ihnen wohl ein frommeres Leben geführt hat? Ja, aber damals, 1135 jetzt, ja, war das mit den Mönchen, glaube ich, noch nicht so. Oder nicht so schlimm. Hinter einem Fenster hat sich etwas bewegt. Aber die meisten Häuser stehen leer. Da müsste eigentlich, dürfte es denen gar nicht so schlecht gegangen sein, oder? Mal gucken, was passiert ist. Straße nach Gloucester. Wird nicht sehr häufig benutzt. Leute kommen nur wegen der Kathedrale. Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Also nach Norden. Ja, ja. Nee, wir gehen. Wir gehen jetzt zur Kathedrale. Ja. Gehen wir doch, oder? Nee, ist falsch abgebogen. Verzeihung. Wir müssen hier. Ah, da oben. Oh Mann. Ah ja. Ja, ja. Ja, ja, alles. Eine prächtige Stute. Muss einem Gast gehören. Einem Edelmann? Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere.
Ein schrecklicher Gestank. Sollte man ausmisten. Die ganze Priorei ist ein Saustall. Wascht euch. Reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Mein lieber Mann. Und hier, was ist das für Schutt, wo da liegt? Na los. Eine Schande, immer noch alles voll Schutt. 4 Jahre seit dem Blitzschlag. Die Moral liegt auch in Trümmern, ja, da oben der Turm ist. Wer also das Gute tun kann kaputt und es nicht tut, der sündigt. Genau. Wer das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt, ja. Wenigstens der Kreuzgang hält weiter stand. In St. John kontemplieren wir im Freien. Doch meine Schäfchen sind zufrieden. Möge ihm mein Denken und Sinnen gefallen, denn auch ich freue mich des Herrn. Und ich sah, als es das 6. Siegel auftat, oh, geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden. Und Gott sah, dass es gut war. Seiteneingang zur Kathedrale. Finde ich besser als das Hauptportal. Er ist bescheidener. Ja. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Okay. Wir müssen nach und nach alles erkunden. Du sollst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Noch vor der Pest, die im Finstern wandelt. Der Pest, die mit dem Blitz kam, der unsere Kathedrale vor 4 Jahren traf. Habt ihr seitdem nicht alle ihre Gegenwart gespürt? James tat es. Und ich tue es auch. Aber der Herr spricht. Weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Unser geliebter Prior James hat sein Leben lang dem Herrn gedient. Er wird ihn von der Finsternis erretten, von dieser dunklen Erde. Prior James? Philip. Francis. Schweigt still! Viele Jahre war James unser Prior. Ich gelobe nach der baldigen Wahl, die Priorei von Kingsbridge mit ebenso fester Hand zu leiten. Okay. Amen. Also er will Prior werden. Und schon mal klar. Okay. Leute, erzählt mal. Philipp, ich habe deinem Bruder ja gesagt, du würdest ein Neujahr hierher kommen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich war auf dem Rückweg nach Gloucester und wollte dich sehen. Ein Priester in der Welt der Politik. Du musst uns alles darüber erzählen, Francis. Natürlich. Und sein Bruder ist jetzt schon Prior? Seit wann? 2 Jahren? Seit 4 Jahren, Cuthbert. Ah ja. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest, Philip? Besser als in Kingsbridge. Besser als in unserem Mutterhaus Kingsbridge, wie es scheint. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James darüber zu reden. James hat getan, was in seiner Macht stand. Wärst du hier gewesen, dann wüsstest du das. Es tut mir leid. Ich hätte nicht. Nein. Du hast recht, Philip. Ohne eine feste Hand am Ruder kommt ein Schiff leicht vom Kurs ab. James war ein guter Mensch. Natürlich war er das.
Bitte vergib mir. Komm nachher bei uns in der Küche vorbei, ja? Bruder Cuthbert wirkte ziemlich verstört. Das sind wir alle. Die Art, wie James gestorben ist, war unheimlich. Okay. Wie ist er denn gestorben? Unheimlich? Wie ist Prior James gestorben? Vor 7 Tagen fand Bruder Remigius seine Kammer leer vor. Wir haben alle nach ihm gesucht. Stundenlang. Dann fanden wir seine Fußstapfen an der Brücke und ein Loch im Eis. Oh, nein. Früh am Morgen des ersten Weihnachtstages muss er auf den Fluss hinausgegangen sein. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Der Fluss hat ihn mitgerissen. Und es war kalt. Ich werde für James beten. Komm zu mir, wenn du Zeit hast, Philipp. Du findest mich in der Kathedrale. Und ich sollte nachsehen, wie es Bruder Cuthbert geht. Es ist gut, dich zu sehen, Philipp. Vielleicht wenden sich die Dinge doch noch zum Guten, wenn wir erst einen neuen Prior gewählt haben. Hoffentlich. Ich komme später in der Küche vorbei, Milius. Küche oder Kathedrale können wir jetzt. Was macht Francis hier? Und wo ist er? Also, was meinst du, bedeutet es? Keine Ahnung. Es gibt keinen Grund, uns für bloßes Fragen zu bestrafen. Warum? Ich erinnere mich, als ich so jung war, hatte so viele Fragen. Aber hier sollten sie leiser reden. Der Kreuzgang ist ein Ort stiller Einkehr. Ja, normalerweise würden wir nicht so laut reden, aber... Aber was, Brüder? Bist du Philipp von Gwyneth? Ja. Dürfen wir dich etwas fragen? Ja, ich weiß, doch nicht im Kreuzgang. Ich soll dich einfach so ansprechen. Warum fragst du ihn nicht? Ich habe schon Bruder Andrew gefragt. Das zählt nicht. Er wollte nicht antworten. Wenn ihr mir versprecht, ab jetzt leiser zu reden. Oh, natürlich. Ja, versprochen. Bruder Milius hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus. Was ist mit Gottes Tempel gemeint? Bruder Andrew wollte uns nichts dazu sagen. Es muss ein Ort sein. Eine Kathedrale. Das war bestimmt, was der Gastmeister gemeint hat. Wenn man einer Kathedrale etwas antut, ist das eine Sünde. Er wollte euch nichts sagen? Andrew wollte euch nichts sagen? Warum? Er hat es uns sehr übel genommen. Wir mussten 150 Mal das Vaterunser beten. Jeder von uns ist Gottes Tempel, denn er hat uns erschaffen. Der Gastmeister sagte, Prior James habe Gottes Tempel zerstört. Und dass er zur Hölle fahren würde. Ah. Ja, es war kein Selbstmord, wissen wir doch gar nicht. Ich meine, er kann ja davor ein Loch reingeschnitten haben, oder? Und dann einfach da reingesprungen sein. Und der Grund wäre, dass der Prior James es nicht geschafft hat, innerhalb von 4 Jahren die Abtei wieder in guten Zustand zu bringen. Wäre doch ein Grund, oder? Er hat Gottes Tempel zerstört, denn Gott hat uns erschaffen. Komm, wir sind hier. Es gibt keine Erlösung für einen Selbstmörder. Sagen wir jetzt, einfach. Sagen wir jetzt, ja? Für einen Selbstmörder gibt es keine Erlösung. Weil es der Glaube damals war. Was, wenn der Teufel auch unsere Seelen holt? Vertraut auf Gott. Seid sittsam und fromm. Seid ohne Sünde. Gottes Gnade wird nicht zulassen, dass der Teufel Hand an euch legt. Prior James steht nun vor Gottes Thron. Gott ist gerecht. Fürchtet euch nicht. Nein, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Ja, dieses Konzept von damals und so, das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das ist. Wenn man Selbstmord begeht, hat er gerade gemeint, er steht doch vor Gottes Thron? Keine Ahnung, also weiß ich nicht, wie das da war damals. Also nochmal,
Was wir uns fragen müssen, ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Aha. Ablehnen. Was Kingsbridge braucht, ist Glaube und harte Arbeit. Philipp von Gwynedd. Mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Nee, ich bitte um Vergebung. Ich bitte um Vergebung. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Oha! Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Okay. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Zumal das so tut, Wahlzettel fälschen. Nein. Die HE war, glaube ich, die Hand oder in der Konklave. Also wie die das machen, was weiß ich. Konklave ist bei Papstwahl, schon klar. Aber halt dort bei der Wahl. Mann. Lasst mich doch in Ruhe. Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Ja, Karte der Priorei von Kingsbridge, 1136. Karte ansehen. Hör mal. Ah, genau, cool. Vorplatz, Haus des Priors, Kathedrale. Das erinnert mich irgendwie an Pentiment, doch. Da gab es ja auch die Karte. Wobei ich persönlich finde den Stil hier gut, aber Pentiment war halt ein einzigartiger Zeichenstil. Wir alle zu ihm beten. War ja wie auf so mittelalterlichen Gemälde. Wir brauchen dazu nicht in die Kirche zu gehen. Und der Kathedrale. Wir sind der Tempel. Aber wozu dann eine Kirche? Ah, was macht Francis hier? Genau, das sollte man vielleicht mal fragen. Warum bauen wir den Tempel, wenn wir den Tempel... Habt ihr meinen Bruder Francis gesehen? Den Priester, der für Robert von Gloucester arbeitet? Ach so, der ist doch in der Kathedrale, ja. Er ist dein Bruder? Dein leiblicher Bruder? So ist es. Oh, er ist in der Kathedrale, glaube ich. Ja, ich habe ihn gesehen. Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Ja, sehr geholfen habt ihr mir sogar, aber richtig geholfen. Ins Kapitelhaus. Können wir eigentlich mal hingehen und mit ihn jetzt fragen. Hast du meinen Bruder Francis gesehen? Nein, habe ich nicht. Auf Wiedersehen, ja. Nee, der ist in der... Jetzt geben wir doch in die Kathedrale rein, Mann. Er hat es doch selber gesagt, dass er in der Kathedrale ist. Warum nicht? Wir wären nicht hier, wenn es die Kathedrale... Nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Welch eine Verschwendung. Draußen ist heller Tag. Herzen sind teuer. Was war das? Ruhe. Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Es war nichts. Beruhigt euch und konzentriert euch. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können vergängliche Menschen mir tun? Aber Adolphus ist kein vergänglicher Mensch mehr. Oh Gott! Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus.
Da war gar nichts. Glaubt mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche, als geißle er sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Ah. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Warum soll ich das jetzt beweisen? Der Chor wirkt unaufmerksam. Kantor blickt mürrisch rein. Oh Gott. Ich glaube, da war es wieder. Adolphus. Im Dach hinauf. Adolphus. Ruhe. Warte. Da. Ich habe es gehört. Wie kann ich es beweisen? Ah, Gruft des heiligen Adolphus, also. Hier schläft Adolphus. Bis zu seiner Auferstehung, am jüngsten Tage. Okay. Verschlossen. Ja, wie soll ich es dann beweisen, wenn verschlossen ist? Was war das? Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ich fürchte, die Krypta ist verschlossen. Ja. Dann hol den Schlüssel. Bruder Cuthbert müsste ihn haben. Da war es wieder. Ja, ich bin mir sicher. Okay. Es war aber wir reden das mit unserem Bruder. Es hieß, wir würden uns gleichen. Sehe ich jetzt aus wie Francis? Sehe ich jetzt aus wie Francis? Bin froh, dich zu sehen. Nee, du wirkst bekümmert. Francis, du wirkst bekümmert. Du konntest schon immer meine Gedanken lesen. Du bist wie ein offenes Buch für mich, kleiner Bruder. Es ist gut, dich endlich wiederzusehen, Philipp. König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Ha! Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Ja, ja. Nee, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Das weiß ich. Aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Okay, Francis Notizen, Rivalität um den Thron. Anzusuchen. Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan. Teil 1 vom 1. Januar 1136. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken, auf einer Reise den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind schon seit langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird, in England. Mathildes Cousin, Stefan von Blois, ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Oh, Stefan von Blois. Okay, nee, wie kann man helfen? Wir mischen uns immer ein. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas.
Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Okay. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnte. Jetzt wird es langsam interessant hier, Leute. Aber das war's für diese Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir gucken dann nächstes Mal weiter, wie es im ersten Kapitel hier weitergeht. Macht's gut und bis dann. Ciao.